wollen wir den Hosenträger mal rausschmeißen. Ja, genau, weil der ist ja doch nicht so fahrsicher, wie wir uns gedacht haben. Und jetzt haben wir ja die neuen Weichen besorgt, wo wir die Wechsel mitmachen wollen. Und da haben wir ja vorgeschlagen, der eine kommt hier hin. Immer von Bonus Siding, wenn es mal angeschlossen ist, hinten die Ausfädelung, dass man wieder in die Gegenrichtung kommt. Ja. So, dann ist jetzt halt die Frage, dass wir entweder den Hosenträger dann ersetzen, das wäre dann die Variante. Guck mal, den Fall hier auskommt, auch in der Siding rüber. Das hatte der Bernd zum Beispiel auch gesagt, was ihm persönlich eigentlich lieber wäre. Weil, ne, da können wir auf der Fahrt nicht mehr da rein, könnte direkt anfangen. Und dann gibt es ja noch eine zweite Variante, wie der das Geräusch gesagt hat. Nach dem Hinten der Kanal. Dass man dann die Möglichkeit hat, hier vor Gegenseite zu laufen, dann auf die Gegenseite zu wechseln. Dann geht die wieder zurück. Dann hat man, das war seine Argumentation, dann hat man nämlich die Möglichkeit, wenn man hier markieren muss, auch wieder dann. Wir möchten natürlich ein paar Sachen umfrieren. Was fehlt denn, ist jetzt die Idee. Gerade haben wir sogar perfekt passt. Wenn man das machen würde und die weichen Stücke rüberziehen würde, der Bogen wäre das nee, dann kannst du aber immer noch hergehen, du kannst hier die kürzeren Stücke, denn sobald du den Güterzug hier wieder zurückgesetzt hast, kann der von da kommen, der dann hier wieder in die Befahrung, aber du kommst hier in das dritte Gleis rein. Die Größe spielt im Moment keine Rolle. Ja, müssen wir so. Ich denke mal fast von hier aus bis hinten kannst du also so alles nochmal. Weil wir müssen ja. Ja, du musst ja hier diesen. Dann machen wir hier eigentlich noch blöden Schlenker. Den blöden Schlenker musst du ja beseitigen, ne? Obwohl, ich glaube, das geht. Das hier ist aber hier, weil die Ecke geht ein bisschen rüber und die geht ein bisschen da. Ja, ja. Also ich glaube, das Gleis könnte man. Also ich jetzt so von der Flucht her. Ja. Hier muss ja so weiter werden, ja, Tunnel. Kann man ja gleich mal messen. Von hier, weit hier, ja. Also breit da vorne. Ab wo der immer wird, weil ich glaube, das Stück kann man sogar fast hinten lassen. Das müsste eigentlich in den Kanal. Ja, gut, aber wir müssen hier dann weiter. Ja. Du musst ja dann raus. Und der Strang? Ah, nee, das müsste ja. Ja, was weiß ich noch? Man müsste wahrscheinlich bis hier auch wieder lösen. Ja, hier kommt die Gleise ja zusammen. Ja, ja, weil hinten hoch. Ja. Also quasi da. Wenn sie es aber nicht lösen, nur auf den anderen Boden rüber. Vielleicht kann man ja auch irgendwie das mal nehmen. Ja, wir dann wird der Boden zu eng. Wir sind keine kürzeren, weichen Läden. Nee, geht ja nicht, weil du musst ja hier auch mal ein Stück zurück, weil du musst ja hier erstmal drauf. Und dann bist du hier, nee, ich dachte. Aber das, genau, deswegen haben wir ja gesagt, da. Nee. Weil sonst wär's nicht, dann wär's nicht ganz so weit weg, weißt du? Deswegen. Ja, gut, man kann natürlich auch. Achso, warte, man könnte die Mails dann.
Also mit 4 Wagen geht es auf jeden Fall. Mit 5 geht es dann halt höchstens mit einem kleinen Zwitter. Und dann ist es ja auch so, wie viel mehr als maximal 4. Ja, das ist ja gemein. So mehr als 4 Böllern sowieso. Und wenn ihr mehr Geld